Wisdom. Typ der Geschichte, freie Arbeit. One-Shot. FSK-Rating 12. Genre Fantasy. Challenge, Writing Prompt. Sie dachte, sie wäre alleine, als sie zu singen begann. Als er sie sah, wusste er, dass er sie kennenlernen musste. Die ersten Sonnenstrahlen, denen eine reinigende oder gar magische Kraft zugesprochen wurde, ließen die eben noch dunkle Meeresoberfläche romantisch aufschimmern. Gemeinsam mit dem Aufstieg des Himmelskörpers erklang eine wunderschön harmonische Melodie und augenblicklich bewegten sich meine Beine wie fremdgesteuert, folgten der Stimme, die so sanft und ruhig sang, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte. Ich wusste sofort, würde das Lied verklingen, und hätte ich bis dahin nicht diese einzigartige Stimme erreicht, würde ich meine erste und letzte Chance verpassen und nie wieder in meinem ganzen Leben diesen Klang lauschen können. Unelegant stolperte ich den Steg entlang und als ich am Ende ankam, huschten meine Augen suchend über die Meeresoberfläche, während sich meine Augenbrauen verzweifelt zusammenzogen. Als, viel zu früh, tatsächlich die Stille über mich einkehrte und nur noch das Rauschen der Wellen in meine Ohren drang, bildeten sich Tränen in meinen Augen. Verzweiflung überflutete mich, ich fuhr mir fassungslos durchs Gesicht, verankerte meine Finger fest in meinen Haaren am Nacken und ließ mich schmerzlich auf meine Knie fallen. Ein unendlich großer Schmerz umklammerte mein blutendes Herz. Meine Atmung wurde unregelmäßig, meine Mimik, als würde ich wissen, dass die Welt untergehen wird. Dann traf mich ein Geistesblitz und ich sah gefasst gen Horizont. Eilig zog ich mir mein Shirt über den Kopf hinweg aus, verabschiedete mich von meinen Schuhen und Socken und ohne zu zögern sprang ich kopfüber in das kalte Nass. Fokussiert und mit klarem Ziel vor Augen schwamm ich, kämpfte gegen die immer stärker und höher werdenden Wellen an, um zu dem kleinen Punkt, den Felsen im Wasser, zu gelangen. Bereits nach den ersten Metern wurden meine Arme müde, meine Atmung angestrengt und mein rechtes Bein machte mir deutlich, wie kurz ich vor einem Muskelkrampf stand. Ich würde nicht aufgeben, doch der Felsen wirkte noch immer so fern und unerreichbar für mich. Schließlich, was unvermeidbar war, stieß mir ein höllisch stechender Schmerz durchs Bein, der mich augenblicklich lähmte. Die nächste Welle riss mich unter Wasser und meine Hände umgriffen mein schmerzendes Bein. Ich konnte meine Augen wegen des Salzgehaltes im Wasser nicht lange offen halten und verlor die Orientierung. Ich wusste nicht, wo oben und unten war, mir ging die Luft aus. Meine Lungen brannten und ich fasste mir mit einer Hand reflexartig an den Hals, während mein Kopf zu dröhnen begann und sich eine ungemeine Hitze in meinem Inneren sammelte. Ich versuchte, dem Atemreflex zu widerstehen und verzog das Gesicht, als mich plötzlich etwas am Unterarm packte und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit durch das Wasser zog. Ich wurde auf den Felsen geworfen, zu dem ich zu gelangen versucht hatte, und ich brach in unkontrolliertes Husten aus. Ich musste würgen und ich brauchte meine ein, zwei Momente, bis ich mich beruhigen konnte. Meine restlichen Klamotten klebten wie eine zweite Haut an mir und die frische Meeresbrise ließ mich erschaudern und vor Kälte zittern. Als ich dann jedoch runtersah, vergaß ich für einen kurzen Augenblick die Kälte, den Schmerz im Bein und meine innere Unruhe. An dem Felsen vor mir hielt sich eine junge, unglaublich schöne Frau fest. Ihre Hände sahen klein und zierlich aus, weswegen ich mir nicht vorstellen konnte, wie sie mich halten konnten. Ihre großen, unschuldigen blauen Augen blickten mich interessiert und doch scheu an. Ihre Lippen waren ein Spalt weit geöffnet und ihre blonden Haare klebten an ihrer makellosen Haut. Stimmlos lehnte ich mich ihr vorsichtig, um sie nicht zu verschrecken, entgegen. Mein Herz war wie beflügelt, meine Seele von Ketten befreit und mein inneres Selbst ausgeglichen und ruhig. Umso näher ich ihr mit meinem Gesicht kam, umso weiter versank sie wieder im Wasser. Das Meer war in diesem Moment, als sie vollständig untertauchte, so dunkel, dass ich sie nicht mehr erkennen konnte und so unheimlich, dass ich zögerte, meinen Kopf ebenfalls unterzutauchen. Doch als ich mich überwand, untertauchte und schließlich meine Augen trotz des leichten Brennen des Salzes öffnete, sah ich nicht länger einen Menschen vor mir. Es war wie eine magische Schwelle, die ich überschritten hatte. Die eben noch menschlich aussehende, normale, wenn auch bildschöne Frau wandelte sich mit einem Mal in eine Nixe. Mit spitzen Ohren, Schwimmhäuten zwischen den Fingern, silbrig glänzendem Haar und ebenso schillernden Augen. So wie einer Flosse statt Beinen. Ich lehnte mich ihr immer weiter entgegen, dass ich mich kaum mehr auf dem Felsen halten konnte, und als ich drohte abzurutschen, umfassten ihre zierlichen Hände mein Gesicht und ihre weichen Lippen trafen auf meine.
Es war, als würde mich unendliches Wissen überfluten. Kein unnützes Wissen über die Welt, sondern das Wissen, wer ich bin, wie ich bin und warum ich bin. Zum ersten Mal im Leben kannte ich mich selbst. Von dieser Sinnesflut überwältigt, war ich nicht mehr in der Lage, mein eigenes Gewicht zu stemmen und ich gleitete einfach ins Meer der Nixe hinterher. Ihr Kuss ließ mich klar werden, kein Verlangen mehr haben und endlich den Sinn meiner selbst zu verstehen. Zusammen mit diesem Wissen, welches in mich drang, verwandelte auch ich mich und mit einem Mal erschien mir das Wasser warm, meine Sicht wurde hell und meine Lunge sog statt Luft nur noch das salzige Nass ein. Die Nixe ergriff wortlos meine Hand und mit ihr schwamm ich ins offene Meer hinaus, immer nur ihr sanftes, freundliches Lächeln vor Augen. Schließlich stieß mir ein höllischer Schmerz durchs Bein. Schließlich und unvermeidbar stieß mir ein höllischer stechender Schmerz. Schließlich stieß mir ein höllisch Schmerz.